Erstmal herzlich willkommen auch von unserer Seite her. Genau. Zusammen mit Frau Kessen-Heininger möchten wir heute das Thema Coaching, wie betreiben wir das bei Gira, wie gehen wir damit um mit dem Thema, Ihnen näher bringen oder berichten. Und einmal aus Sicht der Personalabteilung, Personalbereich, das ist wieder eine andere Brille und Perspektive auf das Thema. Und zum anderen natürlich aus Sicht der Werkleitung bei mir jetzt, die auch nochmal eine andere Sicht hat. Firma Gira beschäftigt sich mit intelligenter Gebäudetechnik. Ich denke, die meisten von Ihnen, hoffe ich auf jeden Fall, haben es installiert bei sich zu Hause. Gehe ich jetzt einfach von aus. Intelligente Gebäudetechnik fängt einfach bei Schalter, Steckdose an. Das ist noch nicht intelligent, das Haus. Aber das ganze Thema geht dann weiter mit den Bereichen Assistenzsysteme wie Rauchmelder und auch Alarmanlagen oder das, was man im Krankenhaus je nachdem hat, diese Assistenzmöglichkeiten, die dort installiert sind. Der dritte Bereich ist das Thema die Steuerung des Hauses, das heißt, wie kann man das Haus wirklich intelligent machen und natürlich auch solche Themen wie Türkommunikation, wenn ich an der Haustür stehe, wie kann ich damit Audio-Video umgehen. Jeder hat ein Smartphone, wenn ich unterwegs bin, kann ich natürlich auch, wenn die Schwiegermutter vor der Tür steht, sage ich, na, lasse ich sie rein oder nicht, ist aufgeräumt. All die Dinge kann man darüber steuern. Zweites Standbein noch, Kunststofftechnik, Technik Medizintechnik. Dort haben wir im Spritzgussverfahren Teile für die Medizintechnik und auch ein bisschen Montage, die noch dran hängt. Aber Schwerpunkt ist dort die Kunststoffspritzerei. Gira, 111 Jahre am Markt und wir sind da sehr erfolgreich, 1250 Mitarbeiter am Stadtrat von Wuppertal und wir haben noch Tochtergesellschaften, Firma Insta, mehr Elektronikmontage und Entwicklung, ISE, Softwareentwicklung und dann noch Firma Stettler, die rein Kunststoffteile produziert für den Automotive-Bereich. Ja, damit genug zum Thema Gira und dann kommen wir jetzt zum Thema die Perspektive und Sicht aus der Personalabteilung, die Frau Kessen-Heininger Ihnen jetzt genau näher bringt. Dankeschön. Ja, ich stehe heute in meiner originären Funktion als Personalentwicklerin. Ich habe ergänzend dazu ab dem Jahr 2013 selber die Ausbildung als Verbesserer durchlaufen, habe dann die Ausbildung in die Rolle des Coaches gemacht und dann auch noch ergänzend die Ausbildung genossen als interne Kata-Trainerin bei uns im Haus und begleite in dieser Funktion jetzt Verbesserer und Coaches in ihre Rolle hinein und begleite Teams bei ihren jeweiligen Herausforderungen und Challenges, die sie dort bewältigen dürfen. Ich berichte so ein bisschen aus dem Blick der Personalentwicklung, um auch zu gucken, welchen Beitrag können wir leisten, um die Kata erfolgreich bei Gira zu implementieren, weil wir einfach denken, HR muss da auch einen wichtigen Beitrag leisten, damit es auch wirklich nachhaltig im Unternehmen ankommt. Bevor wir direkt auf die Kata zu sprechen kommen, noch ein kleiner Blick zurück ins Jahr 2009. Da hat auch Gira ein Buch geschrieben, was aber nicht weltweit veröffentlicht wurde, sondern nur für den internen Gebrauch. Das ist unser Buch Wir verantworten Zukunft, in dem letztendlich Gira in seinem Kern beschrieben ist, wo die Geschäftsführung damals beschrieben hat, was ist Gira, wie wollen wir bei Gira zusammenarbeiten und welche Verantwortlichkeiten haben Mitarbeiter und Führungskräfte letztendlich für den jeweiligen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Jeder Mitarbeiter bei Gira bekommt dieses Buch, auch jede Führungskraft bekommt dieses Buch. Mitarbeiter erhalten Workshops dazu, um zu verstehen, was ist es eigentlich, wie Gira arbeiten möchte, was wir gemeinsam erreichen möchten. Und die Führungskräfte erhalten seit der Einführung im Jahr 2009 ein fünftägiges Führungstraining zu den Inhalten der Rolle als Führungskraft, damit sie dann entsprechend auch so führen, wie Gira das gerne möchte. Und hier auf der Folie haben wir ein paar Sätze aus unserem Buch mitgebracht, wo man sieht, damals, wo wir uns auch noch nicht mit der Kata beschäftigt haben, haben wir aber schon einige Formulierungen gewählt oder die Geschäftsführung gewählt, die sehr gut zur Kata passen. Also man findet das Wort Veränderung, Umgang mit Veränderung gehören für uns zur Normalität.
Man findet das Wort oder die Wörter Perfektionierung der Prozesse. Also da wird damals schon ein sehr guter Grundstein gelegt, dass dann letztendlich GERA sich im Jahr 2011 dazu entschieden hat, die Charta einzuführen. Einer der Pioniere damals und der Treiber, die gesagt haben, wir brauchen die Charta bei GERA, ist der Herr Dürrwald selber. Deswegen habe ich gesagt, er sollte heute mitkommen und kann dann auch so ein bisschen von damals mit erzählen, beziehungsweise jetzt auch aus der Praxis dann darstellen, was heißt es jetzt für das Leben auf der Fläche und in den Bereichen. Wir sind im Jahr 2012 mit der Charta gestartet, mit einem eigenen Expeditionsteam, haben uns unseren Weg erarbeitet und sind dann in die Abteilung hineingegangen, sind in den produktiven Bereichen gestartet und sind dann nach und nach auch in die unterstützenden Bereiche hinein, in die administrativen Bereiche, um einfach zu gucken, funktioniert es auch da, weil die Zielsetzung von der Unternehmensleitung damals war, wir führen Charta unternehmensweit ein. Und damit das auch funktionieren kann, wurde die Programmverantwortung von Anfang an in den Personalbereich gelegt, in die Personalentwicklung. Damit es nicht nur in einem Bereich liegt, sondern dass wir es, wie gesagt, unternehmensweit einführen können. Das haben wir auch etliche Jahre gemacht. Anfangs mit dem Schwerpunkt auf der Rolle des Verbesserers, haben dann irgendwann gemerkt, wir brauchen auch eigene Coaches, weil wir wurden von Anfang an von dem Marco Kamberg auch mit begleitet und wir haben gesagt, wir möchten aber irgendwann das auch aus eigener Kraft können, haben dann den Fokus auf die Ausbildung der Coaches gelegt und sind dann sehr erfolgreich auch gewesen in den Bereichen, Bereiche, die sehr intensiv und erfolgreich die Charta anwenden. Es gibt aber auch Bereiche, die sagen, ja, es ist, kostet viel Zeit, sich damit zu beschäftigen. Also das ist keine Zweitagesschulung, es ist sehr aufwendig und es aber jetzt dauerhaft vielleicht auch nicht immer weiter fortführen, so wie wir es ursprünglich uns gedacht haben. Weil sie dann sagen, das war heute Morgen auf der Folie von dem Herrn Lindner so schön, sie sind auf der rechten Seite von der Mauer, ich muss mich um meine Ziele kümmern, dann habe ich vielleicht noch ein bisschen Zeit zur Führung, aber für Verbesserung habe ich keine Zeit mehr. Und wo wir gesagt haben, okay, das passt jetzt nicht zu dem, zu unserem Verständnis von dem, was GERA gerne möchte, sodass wir dann gesagt haben, was haben wir da eigentlich jetzt momentan für ein Hindernis? Was liegt uns da auf dem Weg, dass das wirklich erfolgreich unternehmensweit oder in den ausgebildeten Bereichen angewendet wird? Und haben dann festgestellt, dass es zwischen dem Buch und der Ausbildung zum Verbesserer oder zum Coach keine direkte Verbindung gibt, weil die Führungskräfte erleben ein 5-tägiges Führungstraining, in dem sie Führung bei GERA erlernen, in dem aber nicht ein Wort über die Charta gesprochen wird. Da wird auch nicht ein Wort über das Thema Coachen gesprochen, sondern sie lernen dort Führung bei GERA. Wenn sie das dann durchlaufen haben, dann durchlaufen sie noch die Ausbildung als Verbesserer oder Coach. Diese Verbindung haben wir momentan noch nicht. Und da haben wir gesagt, diesen Beitrag müssen wir seitens Personal leisten. Es dürfen nicht zwei Stränge sein, die ich durchlaufe. Und wenn ich dann die Ausbildung gemacht habe, schiebe ich das eine aber zur Seite, weil ich für das andere keine Zeit mehr habe. Wir haben gesagt, wir müssen eine Führungsausbildung schaffen, die die Charta auch beinhaltet. Und es dürfen nicht zwei parallele Stränge sein, sodass wir gesagt haben, wir stoppen da jetzt erstmal die Ausbildung, weil wir müssen unsere anderen Hausaufgaben machen. Wir müssen diese Verbindung schaffen. Und haben dann geschaut, was haben wir eigentlich gemacht bis dahin. Wir haben mit dem Buch so die Basis geschaffen für unsere Kultur, Prinzipien und Werte, wie wir zusammenarbeiten wollen, haben organisatorische Rahmenbedingungen dazu geschaffen, haben unsere Unternehmensziele, aus denen wir dann die einzelnen Ziele auch ableiten können, haben die GERA-Verbesserung, unsere Charta eingeführt, haben ein Shopfloor-Management eingeführt. Was uns jetzt fehlt, ist diese wichtige Säule der Führung. Da sind wir gerade dran. Das ist noch nicht fertig, so sieht es momentan aus. Wir haben uns dann hingesetzt, personalseitig, und haben überlegt, wie sieht eigentlich die ideale Führungskraft bei GERA aus, haben da sehr viele Post-its geschrieben und haben dann gesagt, damit derjenige das auch kann, der oder diejenige, wie muss dann letztendlich
die Führungskräfteentwicklung aussehen. Und da ist ein Punkt davon die GERA Verbesserung, die Kata. Das heißt, wir implementieren das jetzt in diese Führungskräfteentwicklung und es ist kein Zusatz mehr, sondern es ist ein wesentlicher Bestandteil und findet sich auch in den anderen Modulen wieder. Das heißt, das Thema Coaching wird auch da nochmals aufgegriffen, sodass wir da ein Paket erstellen. Darüber hinaus wollen wir Klarheit schaffen bezüglich Rollen und Aufgaben. Das heißt, nochmal auch dann ganz klar mit den Führungskräften zu vermitteln, dass wir die Charta wirklich im Unternehmen auch möchten in der Führung und haben ergänzend in diesem Punkt auch ein Kompetenzmodell entwickelt mit fachlichen und überfachlichen Kompetenzen, wo auch hier das Thema Umgang mit Veränderungen, Verbesserungsroutinen, Verbesserungsfähigkeiten sich wiederfindet, sodass wir da auch einen Soll-Ist-Abgleich schaffen können, um dann gezielt Personalentwicklungsmaßnahmen darauf ansetzen zu können. Da stehen wir heute, gehen am Montag damit in die Geschäftsführung, um da dann letztendlich auch den nächsten Schritt darauf ansetzen zu können. Das aus der Personalentwicklung. Jetzt gebe ich zurück in die Fläche. Am Anfang stand natürlich für uns die Frage bei der Kata, wie setzen wir die ein ins Unternehmen? Also wie integrieren wir das in die Hierarchie, in das ganze Unternehmen auch? Und da waren natürlich auch so ein paar Stimmen, die haben ja eine eigene Stabsstelle, haben ja so eine eigene Abteilung, die dann nur Kata machen und die werden ausgebildet mit Verbesserer und Coach. Und dann wird das schon funktionieren. Aber es war eigentlich relativ sehr schnell klar, dass wir das in die Führungsstruktur, in die Hierarchie, in die Führungshierarchie mit einbinden müssen und integrieren müssen. Und das haben wir dann auch gemacht. Also über dem Werker letztendlich sind alle Teamleiter ausgebildet worden dann zum Verbesserer. Die Ausbildung ist so 6 Monate dauert die. Relativ aufwendig. 30% seiner Arbeitszeit mussten die Verbesserer dort dann frei haben, um dementsprechend die Ausbildung auch durchlaufen zu können. Das ging immer so mit 2 Projekten. Ein Projekt war nicht in dem Bereich des Verbesserers selbst, sondern in einem Fremdbereich, damit er einfach sich auf die Struktur und die Methodik einlassen kann. Und das andere Projekt war dann bei ihm selbst im Bereich. Und dann wurde er auch ausgefasst. Das heißt, er wurde dann auch wirklich zum Verbesserer, ich sag mal so, zertifiziert. Er kriegte auch letztendlich einen Brief, ein Bild, wo die Zertifizierung war, ausgebildeter Verbesserer, und da war er auch stolz drauf. Über dem Teamleiter haben wir dann den Abteilungsleiter, die dann alle zum Coach ausgebildet wurden. Bevor sie aber zum Coach ausgebildet werden, mussten sie auch die Verbesserungsausbildung durchlaufen, also auch die 6 Monate mit dann der anschließenden Ausbildung zum Coach. Das waren dann auch nochmal je nachdem 3 bis 6 Monate. Der eine tut sich leichter, der andere schwerer. Das ist schon für den einen oder anderen Abteilungsleiter auch eine Herausforderung gewesen. Muss man schon echt sagen, das Coaching ist eigentlich das schwierigste Element mit dabei. Und auch die Ausbildung endete dann mit der Coaching-Ausbildung, auch mit einer Zertifizierung. Und dann darüber ist dann das Second Coaching, was dann bei mir angesiedelt ist. Und ich möchte Ihnen einmal einen Ausschnitt kurz darlegen, wie so ein Coaching abläuft. Aktuell noch davon ab, dein Ziel zu erreichen. Das sind 3 Stück. Einmal der Mitarbeiter sucht den DI-Zettel. Der DI-Zettel fliegt vom Stapler weg und der Mitarbeiter hält den DI-Zettel in der Hand. Was von den 3 ist jetzt dein Haupthindernis? Das ist die Nummer 2, dass der DI-Zettel vom Stapler wegfliegt. Okay. Welche Ursachen für dieses Haupthindernis kennst du? Einmal die DI-Zettel liegen auf dem Druckerlose, dann, dass sie auf der Steuerung liegen. Und dass der DI-Zettel dem Mitarbeiter direkt aus der Hand fliegt. Im Rahmen deiner letzten Schritte, hast du da neue Ursachen, die erkennen können, die wir mit aufnehmen können auf den Zettel? Nein, aber wir sind im regelmäßigen Gespräch mit den Staplerfahrern, weil die ja täglich im Prozess arbeiten und die sagen uns auch direkt, wenn denen was auffällt. Okay. Welche ist denn jetzt deine Hauptursache? Meine Hauptursache ist die 2, dass die DI-Zettellose auf der Steuerung rumliegen. Ja. Was ist deshalb dein nächster Schritt? Die DI-Zettel werden fest auf dem Stapler an einem definierten Stellplatz positioniert, damit sie eben nicht wegfliegen. Ja. Wann können wir uns den Schritt angucken? Ende nächster Woche. Okay. Danke, Thomas. Bitteschön. Ja,
welche Hindernisse halten sich denn aktuell noch davon ab? Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon auf dem Mond doof oder sind oder schon darüber schritten sind. Also was ich heute gehört habe, weiß ich nicht. Haben wir den Klippe überschritten und dann sind wir so ein bisschen auf dem Weg. Es ist schwer einzuschätzen, wo man dann wirklich steht, weil man persönlich, und ich fand das Bild wirklich toll, wir haben auch wirklich immer gedacht, wir sind ganz weit oben. Was ich heute also gehört und gesehen habe, sind wir, glaube ich, gar nicht so weit. Also ein schwieriges Gebiet. Ja, wie sieht so eine Woche eines Coaches aus? Das ist so, dass der Coach mindestens ein Coaching pro Tag hat, meistens pro Tag und ein Coaching pro Woche vom Projekt her, von den Aufwand her, ist immer abhängig dann auch natürlich, wie viel Teamleiter er unter sich hat und dann ist die Anzahl der Coachings am Tag auch 1, 2, kann auch mal 3 sein, also ist ja schon, differenziert sich da schon. Aber das Coaching sieht immer so aus, dass man eine Vorbereitungsphase hat, wo der Coach überlegt, was sind eigentlich so die Lernfelder, die er im Coaching dann anwenden möchte, die er den Verbesserer oder den Verbesserer dementsprechend in seiner Struktur verändern möchte. Und dann das eigentliche Coaching, das sind dann auch nochmal so 15 Minuten und danach ist nochmal so eine kurze Nachbereitung des Coachings. Das heißt, da schaut dann der Coach, wie war jetzt das Coaching, konnte er dementsprechend die Lernfelder, die er vorhatte, auch entwickeln oder nicht? Oder gibt es neue Lernfelder, die sich dann aufgetan haben für das nächste Mal? Und über das eigentliche Coaching hinaus gibt es natürlich Aufgaben der Unterstützung, das heißt Ziele auswählen, das richtige Projekt für den Verbesserer auswählen, die Indikatoren definieren, das heißt, da haben auch immer der ein oder andere Verbesserer noch heute auch Probleme, sind das denn die richtigen Indikatoren oder auch das Gleiche ist auch das Messsystem, das Schwierigste immer die richtige Formel zu finden, um dementsprechend auch die Berechnung nachher richtig zu haben und Themen der Hindernisse und Ursachen, naja, da tun sich heute auch noch einige Verbesserer schwer, die, wo wir sagen, die sind richtig gut unterwegs, aber dort straucheln doch der ein oder andere dann wieder. Und dann hilft der Coach auch, dort wieder Klarheit zu schaffen. Experimente, das ist ein Thema, wo ich nie vorgestellt hätte, dass das so schwer sein kann. Ich war immer derjenige, der sagt, Mensch, Experimente, das sind Sie doch geeignet für, das wollen die doch. Wir haben Instandhaler gehabt, das hat mich also wirklich umgehauen. Gestandene Instandhaler, die sagen, Stahl und Eisen ist meins und das kann ich verbiegen, verändern und alles. Und die standen bei den Experimenten davor und sagten, ja, darf ich denn jetzt, kann ich denn jetzt? Das war unglaublich für mich, dass überhaupt sowas entstehen kann. Und das hat mir gezeigt, dass das ganz wichtig ist, dass der Coach dann auch eingreift und die Leute dann mit über die Hütte nimmt, einfach mal ein Experiment oder je nachdem auch so ein größeres Experiment durchführen zu können. Die Ausfassung des Projektes ist für uns immer das wird bei uns sehr hoch gehalten. Da kommt der Verbesserer, wenn er sein Projekt durchlaufen hat, sein Ziel erreicht hat und dementsprechend dann auch das Ziel nachhaltig auch stabilisiert hat und stellt das dann vor und dem ganzen Führungskreis vor. Und dann sagen wir, ja, er hat das stabilisiert, er hat die Nachhaltigkeitstafel, die Prozesstafel aufgebaut, das Projekt hat in seinen Zielen dementsprechend den Höhepunkt erreicht und ist dann ausgefasst. Und das macht die stolz. Und das ist wirklich, wo die aufgehen. Und das sind nicht nur die Verbesserer, weil die Verbesserer meistens noch diese Co-Verbesserer haben, also das sind die Mitarbeiter eigentlich, die im Prozess sind, die dann namentlich benannt werden, wer dann in dem Verbesserungsteam dann mitarbeitet von den Mitarbeitern aus. Und dann sind Mitarbeiter, die auch solch ein Projekt vorstellen, das Ergebnis mit vorstellen. Und das ist unglaublich, was dann auch bei denen in den Köpfen, bei den Werkern, bei den Mitarbeitern in den Köpfen passiert. Und das ist eine tolle Erfahrung, die ich gemacht habe. Und natürlich das ganze Thema nachhaltig, das Prozesstafel, die Stabilisierungstafel, für uns das entscheidende Mittel dementsprechend, dass es da auch immer noch weitergeht. Jetzt kommt noch ein Statement von einem Verbesserer und dem Coach. Sehr gut, dass also die Tafeln immer gleich aufgebaut sind, dass man sich immer wieder daran zurechtfindet. Und was mir beim Coaching sehr hilft, ist mein Coach, dass er einen immer im Zielkorridor hält, dass man so effektiv schnell sein Ziel erreichen kann.
Jetzt können wir mal zwei Statements von zwei Coaches. Mir als Coach ist es wichtig, den Verbesserer durch die Hindernisse und Ursachen zu leiten, hin zu den Experimenten, denn über die Experimente erreichen wir unsere Ziele. Zusätzlich erkenne ich in den Routinen des Coachings dann auch die Stärken und Schwächen, die Entwicklungen der letzten Tage und Wochen, die wir gemacht haben, kann dann entsprechend bei der Zielgebung reagieren. Mir als Abteilungsleiter und Coach ist es ganz wichtig gewesen, die 6-monatige Ausbildung mitzumachen, hinterher auch Erfahrung zu sammeln im praktischen Alltag. Denn so habe ich die Möglichkeiten, meine Mitarbeiter über Hürden und Hindernisse hinwegzuhelfen und sie erfolgreicher zu machen. Ja, was sind dann die Erfolgsfaktoren für uns eigentlich bei GIRA gewesen? Also das Coaching, muss ich sagen, das ist eins der wichtigsten Themen. Wir haben die Verbesserer wirklich dabei ausbilden können zu Prozessexperten. Und das hört sich so einfach an. Und früher haben wir auch Projekte und Themen bearbeitet. Aber die Teamleiter, die heute auf der Ebene Projekte bearbeiten und zu den Ergebnissen und Zielen führen, ist eine ganz andere als wie früher. Die haben ein ganz anderes Selbstbewusstsein, auch große Ziele, wirklich große Ziele anzunehmen, weil sie einfach ein Vertrauen haben auf den Coach und auf die Methodik, die wir integriert haben. Und sie wissen eigentlich, sie können sich darauf verlassen und kommen zum Ziel. Das war am Anfang schwieriger. Da sind Ängste, die haben wir heute nicht mehr. Und auch bei sehr anspruchsvollen Zielen lassen die Verbesserer, die Teamleiter sich darauf ein und nehmen die an, weil sie wissen, dass sie eigentlich zum Ziel kommen. Ja, die Integration in die Führung und die Führungshierarchie mit Sicherheit, das war auch die richtige Lösung, anders geht es auch nicht. Das Arbeiten mit Zielbildern, Zielzuständen hilft uns auf jeden Fall, mehr Klarheit zu haben, als wenn wir das Ziel nur wie früher auch an die Wand geschrieben haben. Wir wollen 10 oder 20% uns verbessern. Was ist das denn eigentlich? Wie soll das denn aussehen? Wir haben heute, dass wir ein Ziel definieren, dann haben wir einen Zielzustand und dann gehen wir nochmal gemeinschaftlich, wenn wir das große T haben, an die Tafel und überlegen, ist das Ziel immer noch richtig gesteckt, weil wir erstmal viel mehr erkennen über die Prozessbeobachtung, wie es denn letztendlich eigentlich aussehen soll und muss man das Ziel vielleicht doch nochmal verändern und anpassen. Vielleicht ergänzend dazu noch auch das Arbeiten mit den Zielbildern, sowohl für den Verbesserer als auch für den Coach. Da letztendlich klar zu schaffen, was soll derjenige in seiner Rolle am Ende eines Verbesserungsquartals oder am Ende der Ausbildung können. Also worauf achtet der Coach, damit er dann den Verbesserer auch entsprechend zu den Fähigkeiten führen kann und wir als Trainer dann auch entsprechend die Coaches. Ja. Und natürlich die Methodik, die einfach dazu hilft, das Ganze in sehr kleinen Scheiben zu schneiden, immer einen Schritt zu machen. Also das ist das Entscheidende eigentlich bei der ganzen Thematik, dass man dann auch vorwärts kommt und ja nicht einen Berg voll Problemen hat, sondern nur kleine Themen bearbeiten kann und sich schrittweise dort nähern kann. Nachhaltigkeit, glaube ich, habe ich eben auch schon gesagt, wichtiges Thema zur Stabilisierung. Und für mich auch das Entscheidende, die Lernzone, raus aus der Komfortzone. Ich kannte vorher eigentlich nur Komfortzone. Ich wusste gar nicht, dass ich die immer habe. Aber ich kannte die eigentlich, glaube ich, nur. Wir haben immer nur Ziele in der Komfortzone gesteckt. Das weiß ich aber heute erst. Weil wir immer gesagt haben, was könnten wir uns denn vorstellen zu erreichen? Und dabei haben wir schon gesagt, naja, also was könnten wir uns vorstellen? Ja, klar, wir müssen das und das und jenes machen, dann könnte das so funktionieren. Und wir waren immer in der Komfortzone. Heute ist es so, dass wir sagen, was könnten wir denn erreichen? Und dann sagt der eine, na das und das um 20%, dann sage ich, okay, 25% oder 30. Dann weiß ich, jetzt bin ich einen Schritt weiter über der Komfortzone hinaus in der Lernzone. Ja, das waren unsere Erfahrungen und mit dem Thema Coaching. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.